Ich bin zum zweiten Mal bei meinen Pilgertouren im Ausland. Ja, in Dänemark war ich ja schon mal einmal in Padborg. Auf der Tour nach Tarp gibt es kein Video von. Und jetzt heute bin ich gerade zum ersten Mal. Also Moment, ich zeige euch, wo ich bin. Ich weiß nämlich nicht, wie man das ausspricht. So. Ja. So, und jetzt gucken wir mal eben. Hier gibt es solche Stempelautomaten. Und das funktioniert so. Ich werde es, denke ich, bei der nächsten Tour mal zeigen. Hier gibt es eine OV-Chipcard. Die kann ich jetzt nicht in die Kamera halten. Und da, wenn man die davor hält, sieht man hier oben ausgescheckt bzw. eingescheckt. Heute Morgen habe ich in Venor eingescheckt. Und beim Auschecken sagt er dann einem auch, wie viel man abgezogen hat. So, bei diesen grenzüberschreitenden Sachen ist es jetzt natürlich auch mal das Problemchen. Ein wirkliches Problem ist es eigentlich nicht. Ja, das Piepen war, irgendein Dienstanbieter hat mir die wöchentliche SMS geschickt. Ich bin in den Niederlanden und sie surfen jetzt zu den Preisen wie in ihrem Heimatland. Ja, diese SMS kriege ich einmal die Woche. Ja. Als sogenannter Grenzgänger. Jo. So, Problem ist bei den Garmin-Geräten, dass ich nur eine Karte laden kann. Ich muss mich also bei den Basisdaten entscheiden, ob ich jetzt die SIM-Karte für Deutschland oder die SIM-Karte für, ach, SIM-Karte, Blödsinn, die SD-Karte für Deutschland oder die SD-Karte für die Niederlande drin habe. Ja. Oh. Was sieht mein Auge da? E9. Nederland Küstenpatt. LAW 5, E9. Ja, okay, ich bin begeistert. Ist das sogar ausgeflaggt? Ja, wie gesagt, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich im Ausland bin. Ach ja, da vorne sind nochmal Automaten. So, da geht es nach Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland. So, und hier sind diese Automaten, wo man die entsprechenden Produkte buchen kann, OV-Chipkarte Saldo abfragen kann, wo man aufladen kann und so weiter. Ja. Und das ist halt ein recht schönes, und da vermisst jemand seine, soll das, ist eine Katze, ne? Ja. Was ich noch nicht drauf habe, ist, wieso das immer zwei Automaten gibt. Aber irgendwie ist es mir, gerade bin ich mit Arriva gefahren, aber irgendwie nimmt sich das auch alles nichts. Ja. Gut. So, zweite Tour. Dann kann es ja losgehen. Ich bin mal gespannt, ob das ausgeflaggt ist, wie das ausgeflaggt ist. Wie gesagt, im GPX-Gerät habe ich die deutsche SIM-Karte, die deutsche SD-Karte drin. Ja, mit ein bisschen Glück müssen wir gleich mal gucken, sind diese weiß-roten Markierungen, so wie man das auch aus der DDR kennt, unser Weg. Grafschaft Bentheim will ich ja noch angehen. Ob das jetzt morgen. Ach ja, habe ich gar nicht erwähnt, ne? Willem Alexander hatte ja gestern Geburtstag. Darum ist hier heute alles so ein bisschen anders, weil Brückentag. Was heißt Brückentag? Gestern war hier. Haben die nichts getan. Und das Interessante ist jetzt, ich weiß nicht, ob das einen interessiert. Also die Königin hat ja ihren Geburtstag am 30. April gefeiert. Aber sie hatte ja am 30. April gar keinen Geburtstag. Das war ja ein völlig künstlicher Tag, der sich irgendwo mal entwickelt hatte. Ähnlich wie bei uns der 3. Oktober, der ja auch keinen wirklichen Hintergrund hat. Ja, und als die Königin dann hier abgedankt hat und ihr, was ist das, ihr Sohn, Willem Alexander ist, glaube ich, ihr Sohn, ne? Friso ist ja aus der Erbfolge ausgeschieden. Meines lebt, der ist, glaube ich, auch der, der verunglückt ist. Ne? Und
Willem Alexander hat jetzt wirklich am 27. April auch Geburtstag. Der wird da also nicht nur einfach gefeiert, sondern, wobei gefeiert ist hier wörtlich zu verstehen, sondern der ist dann, das ist dann auch wirklich der Tag, wo das dann stattfindet. So, ich hoffe mal, dass es heute trocken bleibt. Ich habe mich gerade festgestellt, ich habe sowohl die Regenhülle für den Rucksack wie auch dieses Vollgummi für die Kamera vergessen. So, und der Fluss, wenn man sich den mal in Ruhe anguckt, dann sieht das so aus an den Ufern, als wenn es hier Tidehub gibt. Konnte man an der Ems sehen, als ich gekommen bin. Wir hatten gerade, also das Wasser war wohl auch relativ weit unten. Das heißt, eigentlich müsste jetzt die Flut einlaufen, aber da bin ich mir auch nicht mehr aus den Zeiten, als ich mich da noch wirklich mit beschäftigt habe, die sind auch vorbei. Nordseeküstenpad. Ah, geil. Und da oben sieht man, das wird das interessanteste Stück über den Eiselmeerdamm. Und ebenfalls interessant wird hier das Stück durch Seeland. Ah, Bunde 3,4. Jo, okay. Europäischer Küstenweg E9. Der europäische Fernwanderweg E9 folgt der Küstenlinie 5 nordwesteuropäischer, folgt der Küstenlinie 5 nordwesteuropäischer Länder und bildet eine 5000 Kilometer lange Wanderroute zwischen dem Golf von Biskaya und der Danziger Bucht. Auf dieser Strecke führt der Weg über eine große Zahl nationaler und regionale Wanderwege. 1997 wurde der größte Teil des E9s markiert und in Karten und Reiseführern aufgenommen. Golf von Biskaya, aber wenn man sich das niederländische Wikipedia anguckt, also wikipedia.nl, dann weiß man, dass der mittlerweile auch wenigstens bis Kap St. Vincent bzw. bis Kap Finisterre ausgebaut ist. Erstens kommt alles anders und zweitens, als man denkt. Das Häuschen da vorne, wo ich gerade war, das ist in Holland. Und hier sind wir schon mitten in Deutschland. Also das hier irgendwo ist die Grenze. Gut. So, jetzt kommt die Sonne natürlich wieder entgegen. Ist für die Kamera nicht ganz so gut. Macht aber nichts. Ich hatte ja erzählt, wenn wir Deutschland erreichen, wollte ich euch noch mal ein bisschen was über was sind eigentlich die Niederlande und was ist Holland? Also, oder als erstes fangen wir mal da an. Wir Deutschen heißen hier in den Niederlanden Moffen. Genauso wie es andersrum ja das Wort Patjacke gibt. Ja, das Video als Moffe unter Patjacken arbeiten soll noch kommen. Die Provinz, in der ich gerade war, heißt Friesland. Die Provinz, in der ich arbeite, heißt Overijssel. Arbeiten tue ich ja zwischen, das ist Haxbergen, das ist zwischen Tüsken, Enskede und Winterswijk. Enschede, ja, ich habe als Eingeborener eigentlich immer gelernt, Enschede zu sagen und Winterswijk zu sagen. Ja, so, also. Holland gibt es in dieser Form eigentlich gar nicht. Es gibt eine Provinz Nordholland und eine Provinz Südholland. Das liegt vom ungefähr Rhein-Maas-Delta, zieht sich das bis zum Eiselmeerdamm. Das ist diese ganze Gegend da, Den Helder, Rotterdam. Das ist Holland. Heißt, jetzt kann man ungefähr das auf folgende Nenner bringen. Wenn man in Bayern ist, ist man zwingend auch in der BRD.
Aber wenn man in der BRD ist, ist man nicht zwingend in Bayern. Wenn man in Holland ist, ist man zwingend in den Niederlanden. Aber wenn man in den Niederlanden ist, ist man nicht zwingend in Holland. Internationale Dollarroute, jetzt verstehe ich das. Und hier hängen auch überall, ist der Weg, trotzdem wir schon mitten, man sieht es an den Kennzeichen, in Deutschland sind, immer noch recht gut ausgeflaggt. So kenne ich das von Deutschland ja eigentlich. So kenne ich das von Deutschland ja eigentlich gar nicht. Also ich bin gekommen von dort und wollte jetzt, das fiel mir auf, dass da auf der Hauptstraße keine Markierungen waren, dann da hinten wieder rauf. Hier fiel mir dann die erste Markierung wieder auf. Und als ich hier stand, ich denke, das habe ich ja jetzt schon öfter gehabt. Gerade diese... So, hier ist nämlich die nächste. Demnach hätte ich also hier abbiegen müssen. Keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Das wäre wahrscheinlich logischer gewesen. Aber andersrum hätte mir dann ja auch in... Bunde sind wir hier, glaube ich, gerade. Die Markierung in die andere Richtung ja irgendwie auffallen müssen. Weil da an dem Aldi, wo ich gerade einkaufen war, da gab es ja noch Markierungen. Die hörten dann halt unterwegs auf. Also eventuell habe ich die auch irgendwo verpasst. Aber gemäß Navigation bin ich eigentlich der richtigen Linie gefolgt. Naja. Beschotenweg statt Wiener. Moment, auf der anderen Seite steht auch noch mal ein Schild. Ach, das ist die Stadtgrenze. Da ist Bunde und da ist Wiener. Ah, war ich doch richtig. Ich dachte schon, bin ich hier richtig? Ja, bin ich. So, das ist die Ausfahrt Bunde-Werner und in die andere Richtung das Dreieck. Da an dem Laternenmast, wo da die vier Straßen hängt ein Schild. Da hinten an dem Vorfahrtsschild, was wir von hinten sehen, hängt ein Schild. Da an dem Dings ist wieder eine Markierung. Und wir gehen jetzt hier einfach mal rüber. So, und wichtig ist das aus einem ganz anderen Grund. Weil ich mich nämlich jetzt entscheiden muss, wie ich jetzt weitergehe. Weil die eine Linie geht nämlich dort entlang, nach Wehner. Und die andere Linie, die hier ausgeflaggt ist, alte Bahnhofstraße, geht hier entlang. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, da ist wieder ein Schild. Dann im Laternenmast. So, das ist aber by the way immer ganz spannend. Gestiftet von der Theatergruppe 2014. Okay. Ja, manchmal gibt es so Bänke, da steht dann Sauerländer Gebirgsjägerverein drauf oder auch IVV drauf. Ich frage mich dann immer, ob ich die Sauerländer Bänke als IVV-Wanderer auch nutzen darf. Weiß ich dann immer gar nicht. Ja. Schauen wir mal, anliegerfrei. Ich tue mir einfach so, als wenn ich ein Anliegen hätte. Wenn ich jetzt ein Fotoapparat hätte, würde ich hier vielleicht sogar mal auf den Auslöser drücken. In anderer Richtung ist das nicht so spektakulär, aber das finde ich, das hat irgendwas. Aber ist sicherlich auch Geschmackssache. Ich denke, wir sind in Wehner.
weniger 3,5 Kilometer, leer 16 Kilometer. Das ist also die Linie, wo wir gerade hergefahren sind. Jo, und ab hier sind wieder beide GPS-Tracks miteinander verwurzelt. Hier sieht man auch schön, hier scheint mal nachgeflaggt zu worden zu sein. In der Zeit vom 1.11. Benutzung auf eigene Gefahr, kein Winterdienst. Ja gut, ist vorbei. Aber die Frage stellt sich, wann ist die Republik mit diesen Schildern komplett zugepflastert? Jo. Naturschutzgebiet Büttenbollen. Stadtwald Aussichtspunkt. Ach, hier ist der Standort, dann ist der Aussichtspunkt da hinten. Ja, wir haben heute noch keinen Schwenk gemacht, also in Gottes Namen. Die Kuriositäten nehmen kein Ende. Also gemäß den Zeichen da vorne am Laternenmast sind wir also hier richtig. Gemäß meinem Track, eine Nummer 1, hätte ich da vorne irgendwo von hier aus Steuerbord abbiegen müssen. Und der andere Track, den haben wir, das hatte ich gar nicht extra aufgenommen, die zweite Alternative, die geht auf der anderen Seite von Bahnschienen längs. Und da steht man wieder mal vor der Frage, was denn nun? Habe ich aber auch gerade erst im GPS-Gerät gesehen. Ich denke, wo will er mit mir hin? Wobei ich denke, dass der Track, der hier eingezeichnet ist, auf jeden Fall der schönere sein dürfte. Da bin ich jetzt erstmal gespannt, wo ich den denn jetzt wohl überhaupt, die Abbiegung wohl überhaupt finde. Demnach, ja, da ist auch so ein Trampelfahrer. Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Hier sind wieder die Markierungen, wobei das auch alles irgendwie nicht sein kann. Aber also irgendwas ist faul. Ich weiß nur noch nicht was. Auf jeden Fall ist das der Bahnhof, wo wir heute Morgen in den Zug eingestiegen sind. Vielleicht ist das der Grund, dass der Heinz-Jürgen Filmora einen anderen Weg genommen hat. Weil er ja hier meines Wissens die Tour, der macht ja kleinere Touren als ich. Und bei dem waren das ja zwei Touren, die ich zu heute zu einer gefasst habe. Und eigentlich ist es immer noch zu kurz für das, was ich sonst üblicherweise treibe. Also alles auch Geschmackssache. Aha. Hallo. Da. Ist eins und da. Wäre natürlich auch noch eine Gasse gewesen. Ja, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Auf alle Fälle sehen wir hier erstmal einen Wasserturm.
Hier ist dann erstmal wieder so ein schöner Schilderwald. Brückensperrung bei Wehner. Oh. Die Friesenbrücke über die Ems zwischen Wehner und Hilgekrog ist bis auf weiteres gesperrt. Weitere Touren, Umleitung Leer oder Papenburg. Was kommt hier? Ah, Wiengebirgsverband, da ist er wieder mit dem E. Ich habe mir das gerade mit der Eisenbahnbrücke mal angeguckt. Das betrifft uns auf dem europäischen Fernwanderweg erstmal nicht. Ne, wir gehen jetzt an die Ems und dann wohl Ems abwärts und dann über die Brücke, über die der Bus heute Morgen gefahren ist, ganz normal. Und hier kriegen wir wieder ein Problem. Gucken wir mal, wo das weitergeht. Das Mitführen von Hunden am Deich ist verboten. Zu Widerhandlungen verfolgt. Hier wird kein Winterdienst durchgeführt. Wir nutzen auf eigene Gefahr. Also die Schleuse scheint aber in Bewegung zu sein. Ach, hier geht's doch auf den Deich. So. Ja. So, jetzt sind wir endlich mal wieder auf dem Deich. Vorsicht, Schafscheiße. Auch hier wieder, das sind immer diese geilen Überstiegshilfen. Ja, und da hinten ist sofort die nächste, aber ich will jetzt erstmal da unten hin Pause machen. Basecamp. Die Brücke ist wahrscheinlich deswegen gesperrt und nicht ganz mehr da, weil aus Papenburg ja immer diese Luxusliner die Ems rauf bzw. runterfahren. Ja. Und da kommt sogar mal ein großes Schiff. Immer noch keins von der Meierwerft, wie ich es gerne hätte, aber. Da oben fehlt ja die Überstiegshilfe, das ist auch naheliegend, weil da sind Schafe drauf. Und hier kommt wieder was ganz, ja, was heißt spannend? Spannend auch nicht, aber in Deutschland habe ich das, glaube ich, so. Na, hat schon einer das Geländer umgenietet. So auch noch nicht gesehen. Ja, da oben fehlt die Überstiegshilfe. Ja gut, jetzt müssen wir mal ein bisschen hier unten lang laufen. Aber man sieht schon, was man am Jadebusen, wo man ja nicht mehr auf den Deich darf, weil die ganze Republik schützenswert ist, alles verpasst. Es ist 13 Uhr, wir machen mal einen Schwenk über die Ems.
Da hinten sieht man schon einen Turm. Ich weiß nicht, ob das schon leer ist. Es ist 15 Uhr. Da hinten sieht man leer. Und wir machen mal einen Schwenk über die Ems. Ja, die Straße nervt ein bisschen, die ist recht laut gewesen die letzte Stunde. Da bin ich jetzt gerade auch noch mal rüber geklettert. Es ging irgendwie. Auch ohne Überstiegshilfe. Irgendwie musste ich hier herauskommen. Das ist immer die Sorge, wenn man nicht auf dem Deich bin. Ne? Ja, jetzt sind wir schon recht nah an der Brücke dran. Und jetzt nehmen wir da... Ach Gott, ist das da moderne Kunst? Jo. So. Zwar immer noch kein Ozeandampfer aus Papenburg, aber immerhin. Uhr. Da kommt wieder ein Peterwagen und ein Fahrradfahrer. Achtung, Radfahrer und Fußgänger bei Ertönen des Klingelsignals hier anhalten. Ah ja,
Hier kommen erstmal die technischen Daten. 29,56 Kilometer, es ist 16.37 Uhr, 3,8 km/h in Bewegung, 3,2 km/h Gesamtschnitt, 6 Meter über normal Null, wobei ich stehe im Parkhaus, 7 Stunden und 42 in Bewegung, 1 Stunde und 34 Pause. Jo. So, das Unwichtigste zum Schluss, ich habe auf die letzten 1000 Meter wieder mal so richtig den Schauer von oben gekriegt. Eine sehr schöne Tour, viel am Wasser entlang. Am Wasser ist natürlich wieder so ein Ding, na, muss man irgendwo mögen. Ja, die Ems, also auffällig viele Schiffe, muss ich ganz ehrlich sagen. Von der Elbe bin ich das so nicht gewohnt. Ja, viele Schafe natürlich auf dem Deich. aber auch Infrastruktur am Weg. Ich war sogar unterwegs noch einkaufen. Weil es geht durch zwei, drei Orte durch, aber es ändert sich auch dreimal die Ausflaggung. Also von weiß-rot auf, was war das nächste, dann E und dann wieder jetzt auf O. Also ob das dann unbedingt sein muss, aber gut, das bringt der E9 irgendwie so mit sich. War jetzt das erste Mal, dass ich in den Niederlanden war, hatte ich ja anfangs gesagt. Auch das hat sehr gut geklappt, auch der Einsatz der OW Shipcard, zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal eingesetzt, aber zum ersten Mal als Zugfahrkarte eingesetzt, hat auch recht gut geklappt. Also ich bin eigentlich rundum zufrieden. Ich bin etwas überrascht. Ich habe die Tour, um es vorsichtig auszudrücken, ein bisschen unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass es gute 30 Kilometer sind und ich hätte eigentlich auch schon ein, zwei Stunden vorher hier wieder sein wollen. Aber ja gut, da sitzt man halt nicht drin. Okay.